Ach ja, okay. Was haben wir noch? Nichts weiter. Okay, dann gehen wir mal hier weiter raus. Die Treppe. Ich will mich nicht in Bennets Revier drängen. Wenn ich schon mit dem rede, mache ich es mir am besten auf dem Sofa gemütlich. Okay. Verlass die Waldhütte. Ein bisschen ausgetrocknet, das Teil, ja? Wozu sind da die Ringe da unten? Das Flussbett ist völlig ausgetrocknet, aber was ist das da? Gina, ja? Jetzt musst du dein ganzes Wissen über exotische Tänze anwenden. Hallo? Sieh mal an, eine Drahtschere. Toll. Nee, ist sie halt ja auch nicht. Er hat es ja nur damals fürs Geld und fürs Leben gemacht. Und außerdem hat sie ja die Liebe ihres Lebens gefunden. Brian, ne? Hier könnte man wunderbar so ein Stahlseil spannen und dann kommt das Auto und dann ist es kaputt. So als Schutz, ne? Kann man hier hinten weiterlaufen? Passiert irgendwas? Der führt zur Hauptstraße der Gegend. Ja? Nein, je weiter entfernt ich von der Waldhütte bin, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, das zu finden, was ich suche. Okay. Warum ist hier so runtergetreten alles? Ach, da komme ich gar nicht hin. Nee, beim Tanzen, sie hat doch nicht bei Marcello gelernt. Sie hat im ersten Teil in der Bar bei den, wie hießen sie, Cornetti-Brüdern? Nee, Cornetto war das nicht. Wie hießen die? Ich weiß es gar nicht mehr. Bennett wird ihn gemietet haben, um hierher zu kommen. Ich habe keinen Schlüssel und das Kurzschließen von Autos ist nicht mein Fall. Außerdem will ich hier gar nicht weg. Ach so, wegen der Körperspannung. Vielleicht, aber sie hat eigentlich Marcello nie gesehen. Vielleicht eine ehemalige Aufführung. So, betritt den Schuppen. Guck mal, hier ist eine Schaukel. Ist ja süß. Da hat bestimmt der Verstorbene immer drauf geschaukelt zum Entspannen. Nanu, das ist vielleicht ein großes Sicherheitsschloss. Und abgeschlossen auch noch. Das ist seltsam. Pass auf, ich gehe mal hier kurz rein. Und geh mal hier hinten durch und speichere mal kurz ab, weil wir wissen ja, dieses Spiel ist ein bisschen tricky. Ich glaube, ich weiß, warum der abstürzt. Das ist ja die GOG-Variante, die ich hier spiele. Und die ist eigentlich ursprünglich, ist sie nur auf Englisch. Und ich habe einen Deutsch-Patch installiert. Also wie gesagt, ich habe auch die CD hier irgendwo rumzuliegen. Aber wie es halt immer so mit Kopierschutzmechanismen ist, läuft die nicht so sauber, wie sie soll. Und dementsprechend habe ich mich da halt anderweitig bedient. Und ich denke mal, das wird die Ursache sein, warum er bei einigen Sequenzen zum Schluss, also am Ende der Sequenzen, dann halt abschmiert. Tritt auf die hintere Veranda. Lass Veranda, denn sie will ja. Wir hatten zu Hause einen ähnlichen. Der ist mit einem Sicherheitsschloss abgeschlossen. Komisch, das ist alles hier abgeschlossen. Sehr seltsam. Das sind Birken, oder? Aber was? Wir haben eine Drahtschere. Das klappt nie. Das Sicherheitsschloss ist doch viel dicker und fester als ein Draht. Hier ist aber ein Draht. Fisch. Man muss sehr stolz auf seine Fänge gewesen sein. Das sieht man. Das nutzen wir jetzt zum Schloss öffnen. Das sind bestimmt die Fische, die Chapman am Tag seines Todes geangelt hat. Ich könnte die Angelschnur nicht mit den Händen zerreißen. Und mit den Zähnen komme ich nicht ran. Na, ja, so. Keine Ahnung, wozu ich ein Fischskelett brauchen kann, aber... Ich bin mir ganz sicher, dass es mir irgendwie nützlich sein wird. Ich probiere mal damit, das Schloss aufzumachen. Einen Angelhaken mit einem kurzen Stück Faden?
Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Warum nicht? Nagelangelhaken in den Brunnendeckel. Einen Angelhaken? Hä? Ich finde ja die Sprüche manchmal. Wirf Angelhaken gegen die Tür. Prüf deine Zielgenauigkeit und bewirf die Fischskelette mit folgendem Angelhaken. Das ist so ein... Können wir das hier... Nein, ich sehe keinen Grund, ein Loch da reinzumachen. Wieso ein Loch reinmachen? Das leuchtet mir nicht ein. Nein, ich sehe keinen Grund, ein Loch da reinzumachen. Oh, hier geht's dann... Wo geht's denn hier hin? Vorderen Veranda? Okay, und hier hinten geht's auch zur vorderen Veranda. Zur Waldhütte? Hintere? Hintere. Warum gibt es zwei Wege zur hinteren? Ich probiere mal hier nochmal mit Angeln. Nein. Guten Frank. Nein, sagt sie. Ah, vielleicht können wir ja im Klo angeln. Toilette? Ah, das Klosett. Aber nein, ich werde das nicht wegwerfen. Du sollst angeln. Sie ist leer. Wofür könnte man hier eine Angel benötigen? Vielleicht den Kaffee angeln oder so. Und den Teigschaber. Flaches Design und aus zeitlosem Gummi. Echt spitze. Heble den Brunnendeckel mit dem Schaber auf. Na klar, mit einem Teigschaber. Hau die Fischskelette mit dem Teigschaber, um festzustellen, ob da eine Fliege ist. Wahrscheinlich gibt es hier welche, aber ich passe, danke. Warte mal, wir versuchen mal das andere Schloss hier. Oder das... Warte mal, nee, ob wir die... Warte mal, wenn ich mich jetzt hin... Lieber nicht. Nee, ich will ja mit Chapman reden. Nein, Bennett hat gesagt, er kümmert sich nicht um die Chapman, obere Etage. Bennett. Reden? Geht nicht. Hier muss ich mich hinsetzen, ne? Genau da. Das ist eine tolle Ausrede, um ein bisschen faulenzen zu können. Vielleicht gibt er uns die Autoschlüssel. Was wollten Sie? Was den Schuppen angeht, Sie haben die Schlüssel nicht zufällig, oder? Aber doch, warten Sie mal. Ich werfe sie Ihnen zu. Hier, fangen Sie. Na, wo fallen Sie hin? Na prima, genau da drunter gelandet. Wo sind sie? Bestimmt in dem Loch. Und da passt nicht mal meine Hand durch. Dr. Bennett? Ja? Die Schlüssel, die Sie mir zuwarfen, sind mir aus den Händen gerutscht. Unter die Küche und... Und? Ich vermute, für Sie ist das kein Problem. Oder irre ich mich? Problem? Aber nein, absolut keins. Ich wollte Sie nur informieren. Sowas Ärgerliches. Woher habe ich es gewusst? So, nochmal. Interessante Idee, aber wo genau? Da. Prima Idee. Wie ich gesagt habe, die Schlüssel da rauszuholen war absolut kein Problem. Sehr schön. Juh. Dann geht's wieder raus. Achso, vielleicht gehen die Schlüssel. Warte mal. Ja, jetzt geht es problemlos. Sieh mal an. Genauer gesagt sieht man überhaupt nichts. Haben wir ein Licht? Hier, unser Handy. Da ist doch bestimmt eine Taschenlampe dran. Wirf Handy gegen den Bodendeckel. Nee.
Oder wir lassen den Angelhaken gut da. Nee, wir brauchen Licht. Licht kriegen wir bestimmt. Lieber nicht. In Ordnung. Schallplatten? Meine Güte, was für ein Durcheinander. Stimmt ja. Bennett hat mir erklärt, dass das Militär und das FBI hier alles von oben bis unten durchsucht haben. Umso besser. Das spart mir vielleicht Zeit. Die Leute, die diese Kisten durchsucht haben, müssen sehr gründlich gewesen sein. Wie ordentlich hier alles ist. Kann ich hier zur Seite laufen? Nee. Hier, der Hund. Warte mal, ich geh mal nochmal raus. Der goldene Hund, Teil 2. Teil 2, und zwar im Dschungel. Den Hund haben wir aus der Kiste rausgeholt. Der ist mit Batterie gelaufen und hat gepullert. Da haben wir Whisky reingemacht und haben pullern lassen vom Affen. Und den dann eingesammelt. Schallplatten, Bücher, Spielzeug? Typisches Abstellzeug. Hat Chapman seine Wäsche selbst gewaschen? Warum nicht? Ich hab nichts zum Waschen. Jetzt verstehe ich, warum es im Garten keine Wäscheleinen gibt. Ich hab gar nichts zum Trocknen. Nicht mal meine Haare. Ich hab sie beim Duschen nicht gewaschen, sondern eine Plastikhaube benutzt. Aha. Sogar ein Capote-Hündchen lagert hier. Aber ich kann die Viecher nicht ausstehen. Das Capote-Hündchen. Ist hier irgendwo eine Taschenlampe? Hier ist ein Durcheinander von Utensilien. Für die Gartenarbeit, das Malen, das Angeln. So nach einem flüchtigen Blick. Nein, ich glaube nicht, dass ich irgendwas davon gebrauchen kann. Wie es scheint, hat sich der Bezirkssheriff sehr gut mit Chapman verstanden. Aha. Nein, der Fisch ist zu groß und schleimig. Was? Angelhaken? Eine Drahtschere? Ziemlicher Müll. Ich glaube ja, kann dir das aber nicht genau sagen, ob das Truman Capote war. Da sind ein paar Sachen, die ich früher hätte brauchen können. Aber jetzt brauche ich anderes. Danke. Nichts von dem, was ich sehe, wird mir nützlicher sein als das, was ich schon habe. Noch ein Hinweis, dass Chapman keinen Selbstmord begangen hat. Wenn man so ein tolles Seil hat, wer würde sich dann in den Kopf schießen? Bei dem Dreck, den das macht. Aber klar, dass Männer sich nicht... Warte mal. Warum war auf dem Boden in der Waldhütte kein Blut? Oh, es wird immer komplizierter. Ja, und warum ist das halt immer noch da? Alles. Der riecht furchtbar. Ich passe. Nur einer? Aber er hatte doch zwei Beine, oder? Meistens schon, ja. Nein, es fehlt einer. Ich würde etwas asymmetrisch aussehen. Sieht dem ähnlich, den der Bösewicht in diesem Film trug. Wie hieß der nochmal? Ich weiß, dass ich ihn letzten Sommer gesehen habe, kann mich aber nicht an den Titel erinnern. Ich weiß, was du letzten Sommer gesehen hast. Abgemacht, wenn es regnet. Falls es regnen sollte. Die ist ja riesengroß. Die hat ein doppeltes Visier. Eins aus normalem Glas und ein zweites, das, falls ich mich nicht irre, der Vergrößerung dient. Eine Lupe haben wir damit, okay? Ein ganz normaler Neoprenanzug zum Tauchen. Das ist ein Herrenmodell. Haben wir noch irgendwas übersehen? Hier ist noch irgendwas. Das ist ein Schrank für Angelruten. Oder ich heiße nicht Gina Timmons. Naja, eigentlich heiße ich Georgina Nicole. Aber das weiß nicht mal Brian. Der ist an die Wand genagelt und außerdem, wozu soll ich ihn haben wollen? Haben wir... Es ist bestimmt 5 oder 6 Meter lang. Wir haben langes Seil. Die hat ein doppeltes Visier.
eins aus normalem Glas und ein zweites, das, falls ich mich nicht irre, der Vergrößerung dient. Haben wir irgendwas, was wir vergrößern müssen? Unser Gehalt zum Beispiel müssen wir uns angucken, dann haben wir es vergrößert. Was nützt es, das Vaterland zu verteidigen, wenn es... Okay, das braucht man nicht. Ich sehe nicht, was ich gewinnen kann, wenn ich es an das Seil binden würde. Ich sehe nicht, was ich... Das Seil brauchen wir mit ziemlicher Sicherheit im Brunnen. Aber da brauchen wir auch Licht. Da brauchen wir auch Licht. Haben wir irgendwo schon mal Licht gehabt hier? Die Lampe können wir nicht nehmen. Im Bad war auch nichts mit Licht, ne? Warte mal, wenn wir da... Ah, nee, warte mal, war hier nicht noch ein Zettel unten drunter? Geht das noch? Oh, warte mal, wir können noch mal gucken. Hier war doch ein Zettel neben dem Loch. Ein Umschlag, nimm. Würde ich ja gern, aber der Abstand zwischen Möbel und Boden ist so gering, dass ich meine Hand nicht reinkriege. Gute Idee, Gina. Okay. Dringend steht da drauf. Das ist merkwürdig. Er hat keinen Stempel drauf. Der ist leer. Dringend. Dringend. Nein, Bennett hat gesagt, er kümmert sich um die obere Etage. Wollten Sie etwas, Gina? Was Chapman angeht. Als man Chapmans Leiche fand, wurde auch Blut neben ihm gefunden? Gute Frage. Nein, es gab keins. Die Militärs führten das offenbar auf den Schusswinkel zurück und auf das Stück Schädelknochen, das die Öffnung schloss. Ich gehe davon aus, dass das mit viel Wohlwollen rein theoretisch möglich wäre, aber... Glauben Sie das? Nein. Ich auch nicht. Können Sie mir noch etwas über Chapmans Leben erzählen? Er war ein Mann mit Prinzipien und einer sehr strengen Moralauffassung. Er hatte wenige, aber sehr treue Freunde. Können Sie mir etwas über Chapmans Tod erzählen? Den Tag hatte er beim Angeln verbracht, aber wir wissen, dass er am Nachmittag hier gewesen ist, weil er um 18.15 Uhr angerufen wurde. Lassen wir das Thema Chapman einen Moment auf sich beruhen. In Ordnung. Irgendeine andere Frage? Was unsere Ziele hier angeht. Noch was. Was Brian angeht. Was hat Miss Palmer mit all dem zu tun? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass sie oder ihr Auftraggeber sehr daran interessiert ist, Brian als den Schuldigen aussehen zu lassen. Okay, das hatten wir auch. Was Gabo angeht. Wechseln wir das Thema. Wie Sie wünschen. Ich will Sie nicht weiter stören. Ich werde weitersuchen. Ist gut. So, hoch komme ich nicht, ne? Nein, Bennett hat gesagt, er kümmert sich um die obere Etage. Ach so, haben wir schon mal gefragt, ob er fertig ist? Ja, ne? Hatten wir schon...
Wollten Sie etwas, Gina? Was unsere Ziele hier angeht. Haben Sie etwas von dem, was wir suchen, gefunden? Noch nicht. Außer dem Verschwinden des Laptops, der mit Sicherheit auf dem Schreibtisch hier oben war. Auch nicht. Noch was. Ich suche weiter. Ist gut. Was haben wir um... Wofür brauche ich das hier? Das abnehmbare Visier dient als Lupe. Der Schlüsselanhänger ist bestimmt von Chapmans Angelverein. Ich gehe mal hier alles nochmal durch. Die sind sehr gut erhalten. Steht da was drauf? Oh, warte mal, geht das? Hier steht etwas Handgeschriebenes. Hurricane. Könnte das Chapmans Boxername gewesen sein? Nein. Nein, da ist nichts Außergewöhnliches zu sehen. Ich glaube nicht, dass da außer Staub etwas ist, aber... Hey, das sind Spinnenhärchen. Wow. Nach so langer Zeit auf dem Boden ist das auch normal. Obwohl, das muss ja eine Riesenspinne gewesen sein. Nein, da ist nichts Außergewöhnliches zu sehen. Nein. Nein, das tue ich nicht. Das leuchtet mir nicht ein. Okay, warte mal. Wollten Sie etwas, Gina? Warte mal. Raten Sie mal, was ich in einem Umschlag gefunden habe, der an Chapman adressiert war. Überraschen Sie mich. War vielleicht irgendein Dokument darin? Nein, kein Dokument. Schade. Aber da waren ein paar winzige Härchen. Tarantula. Sie sahen wie Spinnenhärchen aus. Ich bin auf dem Land groß geworden, da hatten wir öfter welche im Haar. Spinnenhaare. Ich wusste es. Was denn? Ich muss mit dem Sheriff sprechen. Dank des Umschlags kann ich ihm beweisen, dass Chapman sich nicht umgebracht hat. Suchen Sie weiter, wir haben sie fast. Wie Sie wollen. Wie es scheint, bin ich die Auserwählte, um Chapmans Nachricht an die Richterin zu finden. Gina, Ärmel hoch und los. Ärmel hoch und los. Aber nicht mehr jetzt. Das heißt, jetzt ist erstmal für dieses Spiel hier Feierabend. Für die YouTube-Fraktion dementsprechend Folgenende. Und ich spiele hier nach noch ein bisschen Shutty. Also sprich The Longing weiter. Deswegen, wie gesagt, für YouTube an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüdelü.